Gerade Rohstoffe notieren gern mal in Dollar und viele Anleger werden schon schmerzhaft in Erfahrung gebracht haben, was es bedeutet, wenn die Währung nicht so läuft, wie ich das gerne hätte, obwohl der Rohstoff selbst steigt. Stichwort Währungssicherung. Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer, warum ist Währungssicherung so wichtig? In einem diversifizierten Portfolio macht es ja durchaus Sinn, nicht nur in die Heimatwährung zu investieren oder in Anlageinstrumente zu investieren, die in der Heimatwährung notieren. Sie hatten beispielsweise die Rohstoffe angesprochen und hier kommt eben die Währungskomponente dann zum Tragen. Das heißt, der Anleger muss sich hier bewusst sein, dass er nicht nur den eigentlichen Basiswert beachten muss, sondern eben auch das jeweilige Währungspaar. Und wenn man sich die Schwankungen der Währung anschaut, gerade Euro, US-Dollar seit Jahresanfang, dann sieht man hier, dass durchaus große Volatilität herrschen kann. Und dies muss der Anleger berücksichtigen. Und unter Umständen, wenn die Fremdwährung gegen die eigene Währung schwächer läuft, diese auch absichern. Und das kann man natürlich auch mit Zertifikaten. Da gibt es die ganz normalen Zertifikate, aber es gibt auch Quanto-Zertifikate. Wie genau funktionieren die? Das ist richtig, es gibt diese sogenannten Quanto-Zertifikate. Diese haben den Vorteil für den Privatanleger, dass sie die Währung neutralisieren oder das Währungsrisiko neutralisieren. Das heißt, hier kann sich der Anleger dann ganz auf den eigentlichen Basiswert konzentrieren und zum Beispiel nur noch die Schwankungen oder die Bewegung des S&P 500-Index in den USA oder des Nikkei-Index, die ja in Fremdwährung notieren, muss er nur hier berücksichtigen. Was gilt es sonst noch zu beachten bei Quanto-Zertifikaten? Ganz wichtig für den Anleger ist natürlich zu beachten, dass er sich durch die Wahl des Quanto-Zertifikats auch der Chance auf einen Währungsgewinn nimmt. Denn die Währung ist ja sozusagen neutralisiert. Also Währungsgewinne können hier nicht anfallen. Wenn wir hier das aktuelle Beispiel wieder nehmen, Euro-US-Dollar, seit Jahresanfang, hiervon hätte der Anleger, der in US-Aktien mit Quanto-Zertifikaten investiert hätte, nicht profitiert. Aber das Ganze kostet sicherlich auch Geld. Das ist ja nicht für nichts zu haben vermutlich. In welchem Kostenrahmen bewegt sich das? So ist es. Die Absicherung kostet generell immer Geld oder tendenziell immer Geld. Diese Kosten können sich durchaus bei bis zu 4% oder über 4% im Jahr bewegen. Das hängt immer sehr stark vom Basiswert ab, auch vom Emittent des Zertifikats. Generell lässt sich sagen, ein wichtiger Faktor ist der Zinsunterschied zwischen der Heimatwährung und der Fremdwährung. Je größer dieser Zinsunterschied ist, desto höher sind dann schlussendlich auch die Absicherungskosten. Das heißt, liegt das Zinsniveau der Fremdwährung über demjenigen der Heimatwährung, fallen tendenziell Absicherungskosten an. Ist der umgekehrte Fall, kommt der umgekehrte Fall zum Tragen, dann können hier sogar Währungsgewinne oder Absicherungsgewinne entstehen. Wieder was gelernt am heutigen Tag. Quanto-Zertifikate, Basiswissen, Börsenwissen. Ganz herzlichen Dank, Thomas Metzger.